Freunde, seid gegrüßt. Exakt wie angekündigt geht es heute um eine Präsentation aller Artikel, die ich bis jetzt für mein neues Gigolo Pony käuflich erworben habe und geschenkt bekommen habe. Ich hatte es ja als Haul bezeichnet, also H-A-U-L, weil ich das bei anderen Videos gesehen habe und ich dachte, man nennt es so. Weil ich aber, wenn ich irgendwie etwas nicht kenne, das grundsätzlich recherchiere, auch bei so eigentlich belanglosen Dingen wie Hauls, habe ich meinen Freund Daniel, Facebook-Berater ist das, ne? Habe ich gefragt, sag mal, Haul, was ist das jetzt genau, weißt du das, kennst du dich aus damit, wie spricht man das überhaupt aus? Und er sagte, wie H-U-L, Haul sagt man dazu, schreiben tut man es H-A-U-L. Ja, und hat er mir einen Link von Wikipedia geschickt und da stand halt drin, was Haul ist. Und da stand so einfach zusammengefasst, wenn man kosmetische Produkte, manchmal auch Klamotten und sowas, vorstellt. Also eher so aus der Region Beauty kommt das. Das ist der Gegensatz zu Unboxing, was die männliche Region eher macht, wenn die zum Beispiel Technik vorstellen und sowas. Und ja, was ist denn das jetzt hier in meinem Fall? Also ich glaube, es geht ja eher mehr in die Richtung Beauty, weil ich habe ja hier ein paar Pflegeprodukte bestellt, die allerdings nicht für Menschen sind, sondern für Ponys. So viel zur Einführung. Ich habe das Video jetzt trotzdem Haul genannt, weil ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Dieses Jahr das erste seiner Art. Ja, und als allererstes möchte ich an dieser Stelle die Isabel grüßen. Isabel ist eine der Zuschauerinnen. Und sie hat mir nämlich ein Paket geschickt. Wunderschönes Kärtchen war da mit drin, mit 3-4 Pferden. Und da steht drauf, lieber Jörg, ich wünsche dir und deinem Töchterchen ganz viel Freude mit dem Sachen und natürlich mit eurem Pony. Liebe Grüße aus Frankfurt, Isabel. Ja, Isabel, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich hätte es auch wirklich gerne bezahlt, aber du wolltest per Du nicht. Du wolltest es mir schenken, weil es bei dir seit Ewigkeiten auf dem Dachboden rumliegt. Und du wolltest es eh sponsoren, irgendeinen Reiterhof oder so. Und dann hast du gesehen, der Patschke, der hat gerade nicht so viel Geld und den unterstütze ich. Ja, ich werde mich revanchieren. Ich schenke dir auch irgendwas. Auf jeden Fall hast du mir diese tolle, man nennt es Schabracke, das weiß ich mittlerweile auch, Decke für unters Sattel geschenkt. Die ist nagelneu, soweit du mir das gesagt hast, sieht auch nagelneu aus und passt exakt zu dem, was ich zufällig in einem Reitersportgeschäft gekauft habe. Vielen, vielen Dank für diese tolle Schabracke, die hat mir ja gefehlt. Ja, ich komme gleich dazu, warum ich beim Reitergeschäft war. Dann auch passend in Blau, eine wunderschöne Decke, ich werde sie jetzt nicht komplett ausbreiten. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, der sich damit auskennt, diese Decke nimmt man vor allem im Winter, wenn das Pferd geschwitzt hat, damit es sich nicht erkältet, wird es dann abgedeckt, so als kuscheliger Schutz, damit es halt nicht friert. Und zu guter Letzt war ja noch oder ist hier noch eine super geniale Box drin, die mit Putzzubehör ausgestattet ist. Ich habe mir zwar jetzt schon 2 Putzsets gekauft bei eBay für wenig Geld. Habe ich jetzt leider gar nicht hier, habe ich ganz vergessen, aber macht nichts. Das, was ich gekauft habe, ist so ziemlich identisch mit dem, was hier drin ist. Das kennt ihr bestimmt als Pferdebesitzer. Halt alles Mögliche an, wo man Fellpflege macht und Hufkratzer. Das Einzige, womit ich gar nichts anfangen kann, ist damit. Diese Gummis. Ha. Was macht man damit? Da sind hier auch welche um diesen Hufkratzer dabei. Ja, keine Ahnung, aber ihr werdet es mir bestimmt in die Kommentare schreiben. Was haben wir hier noch? Das kenne ich ja auch gar nicht. Kann man das aufschrauben? Boah, da ist irgendwie so eine Bürste dran. Kann ich jetzt gerade nichts damit anfangen, aber ihr werdet mir das bestimmt auch sagen, was es ist. Ja, ansonsten sind hier noch Schwämme drin. Damit kann ich auch nichts anfangen. Und irgendwelche Bänder, Gummibänder, markierend, wahrscheinlich zur Sicherheit. Ich habe ja, wie gesagt, so ein Putzset bestellt und dann hatte ich zufällig bei Instagram oder Facebook war das so eine Werbeanzeige gesehen. Das fand ich auch ganz toll. Das sind so Handschuhe, die zieht man an, da sind so Noppen dran und dann kann man das Pferd oder auch die Kaninchen oder die Katze damit streicheln und dann hat man automatisch dieses lose Fell in den Handschuhen. Ja, wo habe ich denn die? Sonst könnte ich euch die mal zeigen. Ja, zum Glück bin ich immer so extrem ordentlich. Ich habe es sofort gefunden. Das ist übrigens die Tasche, die ich mir bei eBay bestellt hatte, wo auch so Putzzeug drin ist. Das habe ich sogar schon verwendet. Auch diesen Hufkratzer, da habe ich auch schon sauber gemacht. Soll man ja öfters mal machen. Der Gigolo lässt das nicht so gerne mit sich machen, habe ich festgestellt. Hier ist übrigens auch so ein Schwamm drin. Hm. Für was man den braucht, weiß ich nicht. Und hier sind die besagten Handschuhe. Also das ist richtig cool. Zufällig meine Größe, die gab es nur universal. So, na, seht ihr das mit den Noppen? Und da kann man dann so schön streicheln. Und dann habe ich schon probiert beim Gigolo.
Der hat nicht so viel Fellwechselgrad, aber es hat ihm scheinbar gefallen. Falls es die Teile auch bei Amazon zu kaufen gibt, dann werde ich das hier unten in der Beschreibung verlinken. Ebenso diese Putzsets, die ich jetzt gekauft habe. Ich habe die, glaube ich, bei Amazon bestellt. Das verlinke ich euch, da seht ihr das. Wenn ihr auch sowas kaufen möchtet, könnt ihr das gerne tun über die Links. Würde ich mich total freuen, weil ihr mich da unterstützt. Kostet keinen Cent mehr und trotzdem kommt da, glaube ich, 3% Provision zustande. Meine Tochter hat ein kindergerechtes Putzset bekommen. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich das jemand gegeben habe, der das gerne schenken möchte. Aber am Ende ähnelt sich das alles. Es ist halt nur, glaube ich, etwas kleiner. Dann bekommt meine Tochter noch auch von jemandem aus meinem Familienkreis eine Longierleine, Soft Longe, 8 Meter geschenkt. Die ist noch original eingepackt. Ja, dazu die passende, wie sagt man, Longierpeitsche oder so, zweiteilig. Die ist halt ziemlich lang und da kann man das Pony so ein bisschen antreiben. Habe ich alles schon in live gesehen. Jo, das war's, was ich bestellt habe. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Und dann habe ich ja diesen Sattel von der Charlene geschenkt bekommen, der allerdings unvollständig ist. Da fehlen nämlich die Steigbügel und unten der Riemen. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch gesagt. Und ich habe ihn dankend entgegengenommen und bin gestern extra wegen dieser fehlenden Teile zu einem Pferdeshop gefahren ins Leipzig. Das sind ja von hier 45 Kilometer. In der Nähe, wo ich wohne, gibt es keinen richtigen Pferdeshop. Deswegen musste ich da jetzt so eine Strecke fahren. Tja, als ich da reinkam, hatte ich mich erstmal ein bisschen unwohl gefühlt. Nicht, weil der Laden nicht irgendwie toll aussieht. Im Gegenteil, der sah super aus. Das sah richtig nobel aus, wie das alles da drin ausgestattet war. Ich habe da hier ein paar Aufnahmen gemacht. Da könnt ihr das sehen, was ich meine. Also wirklich vom Feinsten, alles ordentlich sortiert, das Ambiente, das sah alles aus wie für Leute, die gut betucht sind, aus dem Reitsport wahrscheinlich. Und ich bin dann natürlich so, wie ich jetzt hier mit diesen Jogginghosen und Arbeitsschutzschuhe, ja, ich verstehe mich ja da nicht, nur weil ich ein bisschen Reitzubehör kaufen möchte, stand ich da drin, wurde dann trotzdem freundlich empfangen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass das Zubehör, was ich da haben wollte für den Sattel, einerseits viel zu teuer ist. Also ich habe da, glaube ich, 58 Euro hätte ich nur für die Steigbügel bezahlt und da waren noch nicht mal die Riemen dabei. Ich meine, es gibt auch Steigbügel für 100 und 200 Euro, habe ich gesehen, in anderen Katalogen, aber ich brauche für meine Tochter halt nicht so was Teures. Da reicht was Einfaches, gerade jetzt am Anfang, wo sie bloß drauf sitzt und mit geführt wird halt. Ja, dann habe ich gesehen, in Katalogen gibt es halt auch welche für 19 Euro oder so und sowas werde ich ihr kaufen. Deswegen habe ich der guten Frau dort gesagt, dass wir kommen damit nicht ins Geschäft. Sie war auch da nicht böse. Auch bei dem Gurten konnte sie mir nicht wirklich helfen, weil sie wusste jetzt erstens auch den Gurtmaß, das Gurtmaß nicht, weil sie wusste ja auch nicht, wie das Pferd, wie groß es ist und so. Ich habe ihr das zwar beschrieben, aber sie meinte, es kann passieren, dass ich den falschen Gurt mitnehme. Ja, zu guter Letzt habe ich das mit dem Sattel sein lassen und gesagt, ich bestelle die Sachen im Internet. Da mache ich mich nochmal genau schlau, was ich jetzt brauche und bin da auch schon fündig geworden. Ich habe es schon bestellt. Zusammen habe ich, glaube ich, 46 Euro für alles. Ja, also das sind die Gurte, die Steigbügel und auch die Gurte von den Steigbügeln dabei. Das wird dann irgendwann nächste Woche geliefert. Da ich aber nun nicht umsonst nach Leipzig fahren wollte und auch die gute Beratung zu schätzen wusste, habe ich gesagt, dann nehme ich mal trotzdem noch was mit. Und dann habe ich gesagt, ich brauche mal hier so einen Halfter. Das nennt man das Teil, was man hier dem Pferd um die Gusche schnallt, wenn man ihn führt oder so oder putzt oder anbinden möchte. Ja, und dann hatte sie halt von, es ging, glaube ich, bei 15 Euro los bis, ja, weiß ich gar nicht, was der teuerste Preis war, aber da waren halt richtig gute dabei. Ja, und ich habe dann gesagt, naja, bis 25 Euro würde ich jetzt ausgeben. Natürlich bei eBay habe ich gesehen, gibt es die Dinger schon für 8, 9 Euro. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte meiner Tochter was Ordentliches geben. Das ist ja auch ein Geburtstagsgeschenk, also ich werde das wahrscheinlich jetzt auch weiterreichen und jemand anders bezahlen lassen. Das ist jetzt hier ein richtig cooles, habe ich mir sagen lassen, von Escadron. Escadron ist wohl ein Markenhersteller. War gar nicht mal so teuer, habe ich mir auch sagen lassen, für das es Escadron ist. Also es hat 24,95 gekostet und das sieht ordentlich aus. Also richtig mit diesen ordentlichen Schnallen dran, Polster und so. Cool. Dazu brauchte ich natürlich dann auch einen Strick, ebenfalls von Escadron. Hat 12 Euro gekostet. Ne, 11. 10,95. Ja, die sind alle, habe ich mir auch sagen lassen, so ziemlich gleich lang, also unterscheiden sich nicht großartig. Ich wollte halt etwas kleiner, dünneres haben, als das, was ich jetzt von der Charlene bekommen habe, weil meine Tochter hat ja kleine Hände und die muss es ja irgendwie festhalten können. Jo, das habe ich jetzt auch so bekommen. Irgendjemand von euch war es, glaube ich, hat mich darauf hingewiesen, ich brauche einen Mineralstein oder Salzleckstein, sowas, habe ich dann auch gefragt und prompt habe ich da einen bekommen. Den hat der Schigolo wirklich, wirklich liebend gerne angenommen. Er hat bestimmt eine volle Stunde vor diesem Stein gestanden und hat da dran rumgeschleckt. Der fand das total cool. Ich habe den jetzt hier so an den Zaun gehangen
Und da kann er hingehen, wie er will. Da steht direkt der Wassernapf daneben, falls er dann Durst bekommt von den vielen Salzlecken. Kann ja durchaus sein. Und dann hatten wir noch die gute Frau von diesem Reiterladen eine kleine Probierprobe von Leckerlis geschenkt. Und da habe ich gesagt, Mensch, da könnte ich ja eigentlich gleich mal was mitnehmen, damit ich mein Pferd immer belohnen kann. Ja, und dann habe ich hier dieses Zeug noch gekauft für 3,75 Euro. Geht auch vom Preis. Ich glaube aber, es gibt es auch im Internet billiger. Naja. Aber der Unterschied ist halt, Internet kriegt man keine Beratung und bei diesen Geschäften stehen andere Kosten dahinter, das ist ja ganz klar. Ja, da muss man die Miete bezahlen und alles. Und deswegen sind die Preise etwas höher und ich unterstütze solche Geschäfte gern. Trotzdem werde ich wahrscheinlich dort nicht noch einmal einkaufen. Der Grund ist ein anderer, denn ich habe am Ende angesprochen, dass ich YouTube-Videos drehe und habe das ein bisschen erklärt. Und anhand des Gesichtsausdrucks der guten Frau konnte ich feststellen, dass sie da jetzt nicht so begeistert war irgendwie scheinbar oder sie das auch nicht richtig interessiert hat. Und dann habe ich aber gefragt, ob ich ein paar Aufnahmen machen könnte. Also es ist keiner zu sehen, den Aufnahmen, einfach so, dass man das halt sieht. Kostenlose Werbung. Und da sagt sie, naja, okay. Ja, aber insgesamt war sie, glaube ich, nicht begeistert. Und das ist so der Grund, warum ich gedacht habe, naja, dann werde ich wahrscheinlich da auch jetzt nicht nochmal hinfahren, weil das ist nicht so wie beim Futterhandel Süß, dass ich da halt, dass die total begeistert sind und dass die sagen, ja klar, Filme und wir können auch ein Interview mal machen und so. Ja, also ich habe mich da einfach, beim Futterhandel Süß fühle ich mich wohler, wenn ich dort bin mit meinen Jogginghosen. Und dort, dieser Laden ist eher was für Sportreiter. Da war einer, der war auch so extrem schick angezogen mit Sportkluft. Ja, also meins wäre es nicht, mit diesen engen Hosen da drin rumzustehen, den langen Stiefeln. Aber der Mann, den hat sich wohl gefühlt und der war dann eher das Klientel, was dieser Reiterladen dann halt wahrscheinlich hat. Eins fällt mir noch ein, da ist ja einer oder eine von euch gewesen in den Kommentaren, der hat mich darauf hingewiesen, der Schweif, ich sage immer Schwanz, aber es ist eigentlich der Schweif des Pferdes, ist zu lang, da könnt ihr ja drauf treten und so und sich die Haare rausreißen. Dann habe ich hier meine Nachbarsfreunde, die sich im Pferden auskennen, angesprochen und die sagen, ja, kannst du ruhig abschneiden, schadet nicht. Das habe ich dann auch prompt getan. Die Überlegung war halt, an welcher Stelle ich den Schwanz kürzen sollte. Ich habe mich dann letztlich dafür entschieden, den doch nur an der Spitze etwas, ja, ein paar Zentimeter, 5 Zentimeter wegzunehmen, dass er halt nicht am Boden schleift und das Pony nicht drauf treten kann. Hier steht die ganze Zeit neben mir was und ich habe es total vergessen zu erwähnen. Das hier, das ist auch wichtig. Also ich empfinde es als wichtig. Ich kannte das bei meiner Schwester schon und bei anderen Reiterhöfen habe ich das natürlich auch gesehen. Ihr kennt es bestimmt, ihr Pferdeexperten. Das nennt sich Stallboy. Ja, und damit kann man halt diese Pferdeäppel perfekt auflesen und muss sie nicht irgendwie mit einer Schaufel mühsam aufkratzen. Das geht hier ganz cool, denke ich mal. Also ich habe es ja schon gemacht bei meiner Schwester und war anders auch schon. Und damit darf dann meine Tochter Morgen, darf die dann halt die Pferdeäppel überall auflesen, die ich extra liegen lassen habe. Das war auch verhältnismäßig teuer. Also es gibt es günstiger. Ich habe jetzt hier 22,95 bezahlt. Dasselbe habe ich im Katalog für 19,95 gesehen. Aber wie gesagt, Katalog, ihr bekommt keine Beratung und hier wurde mir das Teil direkt so in die Hand gegeben und ich habe keine Versandkosten bezahlt. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Mit Versandkosten wäre das wahrscheinlich auch in dem Preis gewesen. So, das war jetzt mal ein kurzes Video. Ja, das muss es auch mal geben, aber mehr habe ich jetzt nicht zum Erzählen. Die Isabel, kam ich gerade nicht auf den Namen, aber da steht er ja, hat sich übrigens qualifiziert für meine Abonnententafel, für meine Ehrenabonnententafel. Sie hat zwar jetzt keinen Geldbetrag gespendet, was ja Hintergrund dieser Tafel ist. Wenn mich jemand direkt mit einem kleinen PayPal-Betrag ab 2 Euro unterstützen möchte, kommt sein Bild an diese Ehrenabonnententafel. Ich lasse mir dann immer mal was einfallen, wie zum Beispiel Special-Sonderpreise bei meinen Gewinnspielen. Es wird bestimmt später auch noch irgendwelche Features geben, nur für die Ehrenabonnenten, die mich halt so direkt unterstützen. Und die Isabel hat mir jetzt zwar kein Geld gegeben, wollte ich sagen, aber dafür, sie hat mir ja jetzt einen Wert von, weiß ich nicht, wie viel Euro das kostet, Sachen geschickt. Und am Ende ist es mir ja egal, ob jemand mir Geld gibt, mit dem ich solche Sachen kaufen kann oder gleich solche Sachen schickt. Und deswegen hat sie sich qualifiziert. Falls dann noch jemand die Idee hat, mir irgendwas schicken zu wollen, damit er sich für diese Ehrenabonnententafel qualifiziert. Also ich sage mal so, für eine Tüte Haribo mache ich das nicht oder Milka Schokolade könnte mich nicht loggen. Das hat ja auch nichts mit meinen Projekten zu tun. Aber grundsätzlich so Sachen wie jetzt hier Pferd und sowas, das habe ich jetzt beschlossen, reicht auch aus, um sich dafür zu qualifizieren. Irgendwann werde ich den Geldbetrag vielleicht auch hochsetzen. Ich mache dann einen Unterschied. Wenn jemand beispielsweise 2 Euro gibt, dann werde ich ihn grüßen im Video und das halt erwähnen.
Ab 5 Euro werde ich wahrscheinlich das so machen, dass ich mir dann die Mühe mache, die Fotos auszudrucken und dann diese Ehrenabonnententafel bestücke. Ja, und dann werde ich vielleicht auch bei den Preisen Unterschiede machen. Jemand, der halt sich mit mehr beteiligt hat und an der Ehrenabonnententafel mit Bild vertreten ist, der hat eine höhere Gewinnchance beispielsweise als einer, der halt 2 Euro gegeben hat, damit man das auch fair irgendwie berücksichtigt. Das sind aber alles nur erstmal so Gedanken, die ich hatte. Die werde ich aber bestimmt irgendwann umsetzen. Und schon ist das Video wieder 2 Minuten länger geworden, weil ich immer so viel rede. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video alles erdenklich Gute. Ciao, sagt euer Jörg.